Servus und grüß euch bei Crazy About Travel. Wir haben jetzt aktuell auf dem Anong Beach und testen, ob sich das lohnt, mit so einem Longtail-Boot zum Rayleigh Beach zu fahren. Eine Strecke 100 Baht, also sprich One-Way, hin und zurück 200 Baht pro Person. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob sich das lohnt. Tickets kann man gleich da kaufen, direkt am Strand. Und ungefähr 10-15 Meter weiter unten am Wasser stehen auch die ganzen Boote. Und da kann man dann einsteigen und ist im Endeffekt Taxi für Wasser. Auf geht's! Ganz aktiven ist da also Wanderweg, eher so ein Klettersteig-Trail, Wander, keine Ahnung. Also für mich oder für uns bestimmt nichts. Wir haben auch da vorne so einen Karten gesehen, eine Übersichtskarten von der ganzen Insel. Man kann anscheinend durch den Markt auf die andere Seite von der Insel noch gehen. Und kann da quasi auch am Strand entlang gehen und es soll auch nochmal am Strand auf irgendeiner Stirnseite von der Insel gehen. Wir schauen einmal, wenn es uns nicht zu weit ist oder zu anstrengend, dann schauen wir und sagen wir es einfach. So, jetzt haben wir nochmal zurückgegangen zu der besagten Karten. Das ist momentan unser Standpunkt. Und da wollen wir ja hin, das ist eben der Wanderweg für sehr Aktive. Da kann man jetzt durch so eine Art Einkaufs-Shopping-Street steht eh da. Auf die andere Seite nochmal gehen und da soll es auch nochmal einen Strand geben. Da werden wir jetzt auch noch umgehen und werden uns den anschauen, wenn man schon mal auf der Insel ist. Als kleines Fazit zu dem Strand. Er kostet 200 Baht hin und zurück. Das sind umgerechnet fast 10 Euro pro Person. Nur, dass man mit dem Boot eben da rumkommt und du fährst ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde von Anong Beach. Weiß ich nicht, wenn man da noch Kinder dabei hat, dann ist man jetzt schnell bei 800 oder 1000 Baht. Ob es das wert ist, muss ja jeder für sich selber entscheiden. Landschaftlich gesehen ist es super schön. Vom Wasser her sind auf alle Fälle Badeschuhe zu empfehlen. Die, die wir anhaben. Also, wir haben wieder mal Kühe dabei, aber es ist meistens so,
Man kann auch so reingehen, aber es ist doch sehr steinig. Und wenn man da mal am Ende vom Strand ganz herum, da sind sehr viele Hotels. Ich glaube, da kann man sich auch hinsitzen und irgendwas trinken oder essen. Muss man halt dann zahlen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt einmal in die Shopping Mall oder in die Shopping Street auf die anderen Seiten vom Strand. Was wir persönlich auch noch vermissen, sind Duschen am Strand. Haben wir bis jetzt noch gut gefunden. Ich bin sehr empfindlich, was Sonnenallergie angeht. Wenn ich vom Salzwasser rauskomme, dusche ich mich oder wasche mich einfach gerne ein wenig runter. Ist da leider nicht zu finden. Seiten angekommen. Wenn man sieht, sieht man nichts. Kein Strand. So wie es auf der Karten zum Senken wird. Es gibt einzelne Shops, aber von einem schönen Strand ist das alles weit entfernt. So, wir sind wieder zurück auf den Anong Beach. Ein kurzer Tipp von uns noch. Macht es wie mir, fahrt gleich in der Früh. Wir haben um 8:45, glaube ich, mit ziemlich einem von den ersten Booten auf den Rally Beach gefahren. Weil jetzt ist Mittagszeit, jetzt ist ungefähr 12 Uhr. Und jetzt geht es schon richtig zu. Und es ist wieder brutal heiß geworden jetzt. Also in der Früh geht es voll einfach. Wenn euch das Video gefallen hat, dann uns natürlich über ein Like oder über einen Kommentar frei. Und folgen kostet auch nichts, da unterstützt uns. Und wir nehmen euch mit, wenn wir wieder mal unterwegs sind, mit so traumhaften Aufnahmen wie jetzt. Also dann macht es gut. Servus.